Und willkommen zurück. Ich habe gerade ein bisschen Scheiße gebaut. Und zwar ist sie mir gerade unter der Hand wegkrepiert. Und da wir das natürlich nicht wollen, habe ich das Spiel nochmal geladen und habe das unter einem How to Not gespeichert. How to Not Save Venza. Vesna. Scheiße, ich muss mich umbenennen. Vesna. So, denn sie darf ja auf keinen Sind Fall diese Hunde, sterben. diese Höllenhunde? Ja. Ihr seid gerecht. Sie sind frei. Das ist immer gut, ne? Mädchen? Fandst du eben schon gut. Sie hat eben übrigens genau das gleiche gesagt. Jetzt haben wir 7 von diesen Dingern. Deshalb gehen wir jetzt auch erstmal nicht den Weg, sondern folgen straight der Straße. Denn ich weiß schon, was da auf uns wartet. Und das kann ich mir aktuell nicht leisten. Denn ich will, dass sie überlebt, um jeden Preis. So, jetzt schnell den Kampfstil an, weil der Hund krepiert hier gleich. So, es kann passieren, dass gleich Freddy kommt. Das weiß ich nicht genau. Das ist allerdings durchaus möglich. Na komm her. Denn auf den warte ich eigentlich nicht, aber ich habe ihm geschrieben, wenn er wieder zugucken will. Hinter uns her. Als würde irgendetwas sie kontrollieren. Los jetzt. Wir sind fast da. Woher weißt du denn das, Geralt? Oder Geralt, wie eine gewisse Frau das sagen würde, mit der wir sehr gerne wieder Kontakt hätten. Ja, wie gesagt, ich habe das hier gerade schon mal gespielt. Bis hierhin, hier ist nämlich krepiert. Weil wir vorher noch gegen etwas ganz Fieses gespielt hatten. Das zeige ich euch gleich nochmal, wenn wir zurücklaufen. Feuerstein. Man kann das Kraut. Die Türen, habe ich eben auch schon erzählt. Gehen wir auf der Rückreise an. Die Schellkräuter werde ich jetzt mitnehmen. Bürgerwehr. Waren die nicht böse? Ich glaube, die waren böse. Irgendwer hat gesagt, dass die böse sind. Hallo Bürgerwehr. Halt, Streuner! Was seid ihr überhaupt? Ein Hexer. Wir sind die Bürgerwehr, Hüter des Friedens. Ich ziehe los. Wir müssen uns vergewissern, dass ihr nicht krank seid. Ich bin immun. Das sagt mir nichts. Müssen wir prüfen. Was jetzt? Naja, ihr seht schändlich aus. Aber gesund. Zieht weiter. Adieu. Wir sind die Bürgerwehr. Schön für dich. Wir waren Ruhe und Ordnung. Oh, ist ja viel schöner, wenn sie sagen würden, wir sind die Feuerwehr. Beeilung, ich hab nicht die ganze Nacht Zeit. Hoffentlich kommen keine grässlichen Bestien. So ein Mädchen. Okay, dann gehen wir mal zurück. Wir sind da. Hab Dank. Wie kann ich euch das vergelten? Ich weiß nicht. Kann ich sowas fragen? Notfalls spiele ich nochmal. Werden wir uns wiedersehen? Ich weiß nicht. Ich wohne bei meiner Großmutter und möchte sie lieber nicht schockieren. Was würde sie denn schockieren? Alles. Es sei denn, wir würden zusammen beten. Aber ich kenne da eine alte Mühle. Abgeschieden und ruhig? Genau. Aber die Leute sagen, es spukt dort. Nicht, dass der Geist des Müllers uns stört. Gespenster würden es nicht wagen, einen Hexer zu stören. Andere bleiben diesem Ort aus Angst fern. Gut.
Wir sehen uns morgen nach Sonnenuntergang. Bringt ihr den Wein, ich sorge für das Essen. Okay. Ich sollte heute Abend mit einer Flasche Wein zur alten Mühle kommen. Ja, das machen wir doch glatt. Tatsächlich, ich könnte die umbringen. Freddy meinte gestern schon, ich könnte die einfach umbringen. Aber das tun wir mal nicht, ne? Da wohnt sie also, die kleine Süße. Wir gucken uns jetzt erstmal hier in der Stadt um. Das ist nämlich ganz interessant, denn hier gibt es bestimmt... Okay, wenn wir da rein... Okay, ihr seid die Bürgerwehr. Wundervoll. Ich glaube, das Spiel ist noch ein bisschen... Also es ist arschalt, ne? Es wird buggy sein ein bisschen, aber... Tollwütiger Hund. Ach, warte mal. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren dabei beim Zocken. Okay, merke ich, sollte die Hunde alle umbringen. Ist hier noch irgendwo ein tollwütiger Hund? Ah, oh, Fässer. Wir fangen auch von hinten an, die Stadt auszuräumen. Also wir räumen sie ja nicht aus, ne? Wir sind ja nur ein netter, freundlicher Hexer. Ich glaube, die lassen uns nicht rein. Shellcrot steht da hinten noch. Ich schätze mal, die lassen uns nicht rein. Die Tore sind bis auf Weiteres geschlossen. Ich bin müde. Es wurde eine Quarantäne verhängt. Die Tore sind bis auf Weiteres geschlossen. Es wurde eine Quarantäne. Abgeschlossen. Okay. Ich meine, wir sind zwei Hexer, wir sind immun. Könnten den Leuten vielleicht helfen, aber gut, keine weiteren Fragen. Wir nehmen jetzt schon 10 Minuten auf. Ne, warte, weniger. Ich habe die Aufnahme noch unterbrochen. Sagen wir, wir nehmen jetzt mal 6 Minuten auf. Ist ja nicht so wichtig. Die letzten 2 Parts waren ja schon extrem lang. Und jetzt räumen wir systematisch die Stadt von hinten aus. Hallo. Früher schätzte man Blumen. Nun pflanze ich nur noch Tulpen an. Okay. Anscheinend. Unterwegs sah ich sehr viele Blumen. Oh, ihr habt mir einen kleinen Strauß Wildblumen gebracht. Dafür gebe ich euch nur zu gern Tulpen. Ich sehe mich ein bisschen um. Haben wir Wildblumen? Wir haben Gänseblümchen gekauft. Die sind nicht für dich, ne? Aber vielleicht... Hübsche Blumen. Ihr verdient mehrere Tulpen. Vielen Dank. Wartet, die Salamander-Leute haben nach euch gefragt. Was? Sie wollten euch auflauern. Was? Das Salamander-Abzeichen. Hoffentlich treffe ich die bald. Danke. Erhalten Tulpen. Tulpen, geschenkt. Cool. Okay. Ein bisschen stutzig gemacht. Kleiderschrank. Wir klauen nicht. Wir borgen. Wir haben ja immer ein Blumengeschenk, ne? Also, das darf man nicht vergessen. Meine alten Knochen. Oh, Omi. Lass. Viele Tiere starben an der Pest. Wie soll ich bloß die Kinder ernähren? Ich habe keine Zeit zu reden. Okay. Ich will hier Geld geben. Ich weiß nicht. Was schenken? Schenken wir ihr mal...
Was können die gebrauchen? Ich kenne nur alte Fabeln. Mein Gott, ich habe Angst vor ihr. Die würde ich gerne hören. Meine Enkel lieben Geschichten über ertrunkene Tote. Etwa die der verschmähten Müllerstochter, die sich in die Fluten stürzte, einen Mühlstein um den Hals. Wenn jemand blind vor Leidenschaft ertrinkt, so kehrt er als ertrunkener Toter wieder. So auch die Müllerstochter. Sie verfolgte nächtens die Lebenden, bis die Ritter vom Orden der Flammenrose ihr ewige Ruhe gaben. Der Orden der Flammenrose? Der Orden der Flammenrose löscht Ungeheuer aus? Seine Ritter beschützten uns unentgeltlich. Unfaire Konkurrenz, würde ich sagen. Na? Oh, Oma, du bist gruselig. Kommode. Gelbe Rosen. Hübsch, hübsch. So, erstes Haus ausgeräumt. Wichtige Informationen beschafft, würde ich mal sagen. Die Salamander-Leute suchen nach uns und die Ritter des Ordens der Flammenrose. So zu kämpfen. Gut, die erste Tür haben wir. Die haben uns gerade abgerollt. Okay, cool. Na, schade. Essen klauen können wir nicht. Ausborgen meine ich natürlich. Oh, Entschuldigung, jetzt sind sie wach. Früher schätzte man Blumen. Was? Nun pflanze ich nur noch Tulpen an. Anscheinend. Mit dir haben wir gerade schon gesprochen. Du bist gruselig. Was ist das denn? Huhn. Ach, Essen. Und Feuerstein. Und Messer. 1 bis 6. 1 bis 6. Genauso gut. Okay, dann nehmen wir die Moment nicht mit. Oder wie viel ist die wert? Okay, können wir nicht mitnehmen. Lasst euch nicht töten. Ich habe Angst vor ihr. Viel Glück. Oder meinst du, erzählen sie was anderes? Ups. Linksklick während eines Gesprächs auf Bestechung, um eine Summe zu bestimmen und zu versuchen, damit Charakter zu bestechen. Tipp, die Charaktere reagieren unterschiedlich auf Bestechung und manche mag gar eine Beleidigung sein, wenn man das Bestechungsgeld zu bescheiden auswählt. Abbrechen. Ich wollte eigentlich darauf klicken. Und ihr... Zwei gelb? Nee, das sind Tulpen, das sind gelb. Ah, okay. Eine Sekunde. Ich kann die nicht schenken. Diese handelt von den Gehilfen der Bestie. Ein Jäger, der blutrünstige Blutunde züchtete, wurde ermordet. Dieses Verbrechen gebar einen Fluch, der die Bluthunde in Rachegespenster verwandelte. Diese Gespenster, auch Bargästen genannt, hetzten die Mörder und rissen sie. Buddy joined your channel. Hi. Erst dann verschwanden die Bargästen. Interessante Geschichte. Danke. Und da ist der Freddy. Wir waren gerade mitten im Dialog. Danke. Sorry. Macht nix. Ich habe übrigens kein Passwort gebraucht. Ich bin Pimp. Pimp? Die Passwörter auf Kishi Surfer sind noch nicht. Hä? Also letztes Mal kamen wir nicht drauf. Ja, aber das war auch nicht, weil er noch nie im Channel vorher drin war. Ich war schon vorher drin. Ich kam jetzt auch nicht ohne Passwort rein. Ich schon. Einfach Doppelklick. Checkmate. Ich nicht. Vielleicht, weil ich das Passwort schon mal eingegeben habe oder so. Kann sein. Dir schenken wir jetzt auch noch mal was. Vielleicht hast du auch noch irgendwas zu sagen. Gelbe Rosen. Die mag eh keiner. Hübsche Blumen. Ihr verdient mehrere Tulpen. Vielen Dank. Ich habe unglaublich Angst vor ihr übrigens. Wen?
Von den ganzen Stadtbewohnern, also ich war jetzt in zwei Häusern und in beiden Häusern war eine alte Frau, die genau gleich aussah, und eine junge Frau, die Tulpen anpflanzen. Das ist gruselig, wenn alle gleich aussehen. Bei Gästen. Wie weit bist du schon? Bin in der Stadt vor den Stadtmauern und hab gerade die alte weggebracht. Hab einen Part heute nur aufgenommen. So. Und das jetzt der erste oder der zweite? Das ist noch der erste. Der geht noch 10 Minuten, naja, 15 Minuten ungefähr. Also du hast mir vor 50 Minuten gesagt, dass du aufnimmst. Um 40 habe ich angefangen aufzunehmen. Das wären 20 Minuten. Okay, ich habe noch ungefähr 10. Naja, doch 15 Minuten, weil ich eine Folge vorher verkackt habe, weil Wensa gestorben ist. Was ist denn das? Oder Vesna? Vesna. Vesna ist gestorben. Vesna. Vesna ist die, die man... Ach, die Nutte. Ach, die du wegbringst, oder was? Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt gefunden habe. Muss ich zugeben. Die steht rechts direkt neben der... Ich weiß gar nicht, es ist ein bisschen her, dass ich da den Part gespielt habe, aber ich konnte mich eigentlich gar nicht an die Quest erinnern, als ich die gestern bei dir gesehen habe. Okay, dann brauche ich auch nicht fragen, ob du sie gefummelt hast. Man kann sich später nochmal mit ihr treffen an der Windmühle. Und jetzt gehe ich gerade die Stadt ab, leihe mir alles aus den Häusern und spreche mit den Charakteren, die alle gleich aussehen. Nice. Die Stadtbewohner sehen alle gleich aus. Und die verkaufen auch alle Tulpen. Die Männer beim Tempel sprachen. Verkaufen Tulpen? Die Männer beim Tempel sprachen. Die in den hinteren Häusern? Ja, die hier jetzt scheinbar nicht. Mit der kann ich nicht richtig reden. Schrank. Oh, aber hier gibt's. Das ist doch in diesem größeren Stadtteil, weil. Ja, genau. Vor der Stadt gibt's noch mehrere Häuser. Da war ich gerade so ein bisschen verwirrt, welches vordere und hintere du jetzt meinst. Bier. Und Bier. Das will ich mit Sound ausmachen. What the fuck? Schrank? Guckst du mir zu? Ne, ich guck mir zu. Hä? Ich spiel auch. Achso, okay. Meine alten Kinder. Fassregal. Zweimal Pepper-Wodka. Nice. Grundstoff für Tränke, okay. Ausgehen. Ich lass mich schon nicht töten, Mädchen. Die erzählen doch alle das Gleiche. Dann kann ich die bestechen und denen was schenken. Jetzt schenke ich der Alten was und dann erzählt sie mir irgendwas Cooles. Brot. Ich muss zugeben, ich hab... Ich kenne nur alte Farben. Die möchte ich gerne hören. Ich kenne eine Werwolf-Geschichte. Oh. Vor Jahren besuchte ein Mann aus Visima nächtens seine Liebste im Umland der Stadt. In einer Vollmondnacht biss ihn ein Wolf am Kaufmannstor. Dem Mann wuchs Fell auf der Haut. Er wurde wild und er bekam Tobsuchtsanfälle. Schließlich wurde er ganz zum Werwolf. Er riss seine Liebste und viele Männer der Bürgerwehr in Stücke. Der Bürgermeister heuerte einen Hexer an, der einen Fluch als Ursache ermittelte. Er hob ihn auf, fand jedoch den Wirker nie. Ein glückliches Ende. Obwohl ich gerne erfahren hätte, wie sich Lykanthropie-Flüche aufheben lassen. Was? Trotzdem danke. Lebt wohl. Die erzählen einem was über die Monster, die hier so in der Gegend rumlaufen. Wusstest du das nicht? Ich habe ehrlich gesagt gar nicht mit denen, also ich habe kaum mit denen geredet. Also ich habe jetzt nur mit den grünen Charakteren geredet und mit den blauen halt. Ich wusste halt nicht, was ich da machen soll. Soll ich denen jetzt Geld geben oder was? Du kannst denen was schenken oder sie bestechen. Aber bestechen ist halt so, wenn du sie zu schlecht bestechst, dann sind sie beleidigt. Ja, ich habe halt bestechen nicht gemacht und ich habe jetzt... Fackel! Ja, du kannst die Fackel als kleine Waffe benutzen, die ist ganz nützlich eigentlich, also... Besser als der Dolch? Naja, also da du den Dolch nie benutzt, also ich habe auch keinen Fackel ausgerüstet, aber... Du, die ist halt, in dunklen Gebiet hast du da halt mehr Licht mit, also... Eigentlich schon besser. Man kann sie aber nicht einfach so im Haus ausrüsten, okay. Schade, nicht? Okay. Nee. Ja. Hat also ich hab das nicht funktioniert. Drei, vier Leuten mal was geschenkt, nur so alten Frauen, die haben mir irgendeine Geschichte hier über die Region und so erzählt. Und, ja. Ja, genau. Ich habe jetzt drei Frauen was geschenkt. Die eine hat mir was über die Hunde erzählt, die andere über Ertrunkene und die jetzt über Werwölfe. Und jetzt habe ich ein neues Rezept gelernt. Ah, nice. Und ich gebe mein ganzes Geld für Bücher aus.
Ich habe mir noch kein Buch gekauft und weiß schon genau das gleiche, was du in dieser Zeit wahrscheinlich wusstest. Doch, du hast doch Bücher gekauft. Nein. Ja, du hast doch gestern eins gelesen und dann hast du 1000 neue Sachen bekommen. Ja, ich habe eins gelesen, das habe ich aber nicht gekauft, glaube ich. Doch. Ich glaube, das habe ich so... Warte, ich gucke gleich mal nach. Weiß ich nicht mehr. Ich glaube nicht, dass ich ein Buch... Muss ich gucken im Bad von gestern. Unbekanntes Kraut kann ich noch nicht sammeln. Tür zum Haus des Geistlichen. Da gehen wir da jetzt mal rein. Und ich würde sagen, warte mal, 40, sagen wir mal 45, sagen wir mal 47. 7 nach. 10 nach. Ja, bis Viertel nach spielen wir noch. Wie alle hier außerhalb in ihren Häusern Geld liegen haben. Also ich gucke mir jetzt erstmal alles an, außer das Haus des Geistlichen. Dann gucken wir uns im nächsten Part. Die sehen schon wieder genau gleich aus. Ich habe Angst. Die Männer beim Tempel sprachen von euch. Schön, dass die Männer im Tempel von uns sprechen. Was? Sie sagt ja die ganze Zeit, die Männer im Tempel sprachen von euch. Okay. Grundlagen der Alchemie. Cool. Gerade gefunden, ne? Kiste. Mit Birnen und Trauben. Oma. Ich schenk dir die Trauben, die ich dir gerade geklaut habe. Ich kenne nur... Würde ich gern hören? Würde ich gerne hören. Schon von Flatterern gehört? Erzählt mir von ihnen. Wenn Verbrecher und Gottlose sterben, erstehen sie als Flatterer oder Vampire auf. Sie wühlen sich aus ihren Gräbern, saugen den Lebenden das Blut aus. Die Gebissenen werden selbst zu Vampiren und wütend helfen sie, die Seuche zu verbreiten. Um einen zu vernichten, muss man ihm einen Holzpfahl ins Herz rammen und den Kopf abhacken. Eine tolle Geschichte. Aber würden Vampire sich so vermehren, wie ihr es beschreibt, wären sie bald Herren der Welt. Wohl ein ganz pfiffiger, was? Ha! Verdammt sollt ihr sein! Die Oma mag uns nicht mehr, weil wir sie verbessert haben, wie man Vampire... dass sich Vampire nicht so vermehren, nice. Ach gut. Oh, ein Schal. Ich habe jetzt schon einen Schal und einen Handschuh. Woher? Oben in den Häusern gefunden. Alkohol. Noch ein Wein. Oh gut, wir brauchen gleich einen Wein. Warum? Ja, weil wir uns mit der Alten am... irgendeinem Haus treffen und sie bringt Essen mit und ich den Wein. Okay. Ich will ja alles mitnehmen, ne? Oh, eine Obstschale. Oh, Birnen, geil. Oh, die kann ich irgendeiner Alten geben, damit sie mir Geschichten erzählt. Voll Asi. Ich klau den Leuten die Sachen aus ihren Häusern und dann schenke ich sie irgendwem oder ihnen selbst, um sie auszufragen. Auch gut. Das Schlimmste ist, jedes Mal, wenn man aus den Häusern kommt, findet man, leben die Viecher wieder. Ja, dann geh nicht nachts raus. Ja, aber ich darf jetzt nicht vorspulen, weil ich mich, wenn ich jetzt vorspule, an diesem Abend des heutigen Tages wieder mit der Alten treffe. Ach so. Deshalb kann ich nicht vorspulen. Aber es ist doch schon abends dann, oder was? Also nein, ich habe sie ja gerade erst hergebracht. Und es ist noch nicht tags geworden. Kapellentür ist abgeschlossen. Ja, wenn du jetzt wartest und es morgens, dann ist es ja immer noch derselbe Tag morgens, oder was? Ja. Aber ich will nicht so lange warten. Also ich habe Angst, dass es dann zu schnell wieder Abend wird. Ah, da. Warte mal, das ist ihre Großmutter. Ist sie gerade da? Nein. Mal klauen wir doch mal erstmal die Großmutter. Holztruhe. Ein Dolch, den will ich nicht. Sprechen wir doch mal mit Großmutter. Davor sollte ich vielleicht speichern. Ja, Haus von Vanessas, von Vesnas Großmutter. Vesna schläft. Sie sagt, ihr hättet ihr geholfen. Danke. Bitteschön, dafür knall ich sie nachher. Wieso ist sie grün? Wer? Vesnas Großmutter. Vielleicht wird sie irgendwann wichtig für eine Quest oder so. Ich habe Angst, dass... Oh, Vesna hat die Tür zu ihrem Zimmer abgeschlossen. Schade. Hm.
Also die Bürger wäre es irgendwie so ein bisschen unnütz. Gut, dann würde ich sagen, ich laufe nochmal eben zum Haus vom Geistlichen und dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.